Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Gleich zu Beginn eine Bitte. Wer von euch mein Buch schon gelesen hat, bitte seid so lieb und lasst eine Bewertung auf Amazon da. Wer nichts schreiben mag, ich freue mich auch über Sterndal. Danke dir und euch sehr dafür. Aber nun zum heutigen Thema. Heute sehen wir uns das gute alte Gesetz der Anziehung nochmal an. Es ist ja seit mittlerweile weit mehr als 18 Jahren bei uns bekannt in unserem Raum, vor allem durch das Buch und den Film The Secret. Ach, ich weiß noch, wie ich den Film gesehen hatte, erst den Film, dann habe ich mir noch das Buch besorgt. Ich war von den Socken. Ich dachte wirklich, es ist super einfach, ab sofort bekomme ich alles. Ich machte mich brav mit meinen Lieben an die erste Aufgabe und wünschte mir eine Feder. Keine, die man ständig sieht, sondern schöne, große Federn von Raben sollten es sein. Meine Lieben und ich hatten damit schon nach wenigen Tagen Erfolg. Direkt vor unserer Haustür lag eine. Groß, schwarz, ganz klar von einem Raben oder einer Krähe, welche ja auch ein Rabenvogel ist. Das war der Beweis. Es funktioniert. Na, dann kann ja jetzt alles andere auch kommen. Die Millionen und was wir nicht alles wollten zu diesem Zeitpunkt. Du wirst es schon ahnen, es kam nichts in dieser Art. Gar nichts. Die alten Dinge funktionierten allerdings noch hervorragend, wie ich auch in meinem Buch beschrieben habe. Die Umbrella Affirmations, die Vorstellung, dass sich alles regelt, das funktionierte. Aber dass ich, dass wir jetzt alles anziehen? Nein. Und so geht es vielen. Uns nicht mehr, weil wir unser Leben komplett umgestellt haben. Auch das habe ich recht gut im Buch erzählt. Der Fokus liegt nicht mehr auf Luxusschlitten und großen Villen, sondern auf dem wahren Reichtum, der aus Gesundheit, liebenswerten Beziehungen und natürlich auch auf einem guten Einkommen besteht. Wir hatten realisiert, dass das meiste von unserem Vision Board gar nicht unsere Wünsche waren, sondern die, die einfach jeder wollte. Dennoch wünschen sich natürlich viele Menschen auch großen Reichtum mit allem Drum und Dran. Aber was ist es, was dafür sorgt, dass das Gesetz der Anziehung nicht so wirkt, wie wir das alle gerne hätten? Das Problem ist immer noch, dass die meisten Menschen ihre Energie darauf richten, was sie nicht haben, als auf das, was sie gerne hätten. Anders gesagt, wenn du dir den großen Reichtum wünschst, also so von 0 auf 1 Million, dann spürst du sofort die Lücke. Du bemerkst den Mangel und schon ist es vorbei mit der guten Energie, die wie ein Magnet wirken könnte. Wenn du jetzt allerdings auf etwas Schönes siehst, etwas, was du immer sehen kannst, dann löst das etwas ganz anderes in dir aus. Freude, Dankbarkeit und einfach ein gewisses Gefühl der Selbstverständlichkeit, dass diese schöne Sache oder die Person oder dein Haustier, was auch immer es ist, bei dir ist. Du brauchst dir nicht extra vorzustellen, dass diese Schöne zu dir kommt. Es ist einfach da. Ist das aber weniger wertvoll als die Million, die du dir vielleicht wünschst? Sicher nicht. Gerade in den letzten Wochen hatten wir sehr viele Momente, in denen wir wieder richtig merkten, was wahrer Reichtum ist. Wahrer Reichtum ist die Herzensfreude, die man empfindet, wenn es den Lieben gut geht, wenn das Kind lächelt, sich freut, egal wie jung oder alt es ist. Wahrer Reichtum ist es, wenn wir erkennen, was wir schon alles haben. Man kann es nicht oft genug betonen. Diese Herzensfreude, vor allem, wenn es sich um das Wohlergehen, das Glück der Lieben handelt, ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Aber Vorsicht, hier kommt jetzt der Fehler, den viele machen. Siehste, Geld macht nicht glücklich. Richtig, aber es lässt sich wunderbar mit dem Glück verknüpfen. Man kann seinen Lieben besser helfen, sie auf ihrem Weg unterstützen, vor allem die Kinder. Die Freude, die Herzensfreude, wirkt wie ein Magnet und zieht automatisch Gutes, anderes mit an. Das hier weiter auszuführen, würde zu weit führen. Ich habe es inklusive vieler hilfreicher Übungen in meinem Buch erklärt. Aber was ist nun falsch mit The Secret? Nicht viel, es wird nur immer noch falsch verstanden. Allerdings darf man schon auch sagen, dass das Buch und der Film The Secret nach unserem Empfinden vielen Menschen mehr Schaden als Nutzen gebracht hat. Ich habe damals mit vielen Klienten gearbeitet, die total enttäuscht waren, dass die Dinge von ihrem Vision Board nicht kamen.
Das Thema Vision Boards habe ich im Schluss mit der Karotte-Video genauer auseinandergenommen. Wenn du das verpasst hast, schau es dir gerne nochmal an. Die Leute waren enttäuscht, weil nichts passierte. Der Parkplatz, den auch Bärbel Mohr in ihren Bestellungen beim Universum als Übung empfahl, ja, den bekamen sie. Den bekommen auch wir noch immer, also zu 99%. Aber alles andere, du kannst alles haben, wenn du es dir nur lange genug vorstellst. So ungefähr wurde das ja in The Secret erklärt. Aber das stimmt nicht. Oder ist das bei dir anders? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Viele kleine schöne Gaben, auch große Geldsummen, das ist möglich. Bei uns sowieso, bei vielen, die wir kennen, auch. Aber Luxuswillen, Luxusschlitten, den großen Jackpot, Fehlanzeige. Warum ist das so? Das Gesetz der Anziehung kann nicht wirken, wenn das Innere dazu nicht bereit ist. Ganz einfach. Wenn man sich innerlich wertlos fühlt, dann kann kein Mega-Reichtum kommen. Wenn man sich innerlich nicht liebenswert fühlt, kann kein Traumpartner kommen. Wenn man sich ständig mit Krankheiten abgibt, na was soll kommen? Hier wirkt das Gesetz der Anziehung total, also so richtig. Wenn man sich sehr stark auf das konzentriert, was fehlt, was man nicht möchte, na das kommt. Arme Gedanken ziehen Armut an. Kranke Gedanken ziehen Krankheit an. Lieblose Gedanken ziehen lieblose Menschen an. Man kann es wirklich am besten damit erklären, wie man sich fühlt, wenn man etwas Schönes, Alltägliches sieht. Gut, einfach freudig. Und jetzt geht's ab zum Briefkasten. Da liegt die Nebenkostenabrechnung. Manchmal nicht ein schönes Plus, sondern eher ein sattes Minus. Zack, die Stimmung ist im Eimer. Das Geld fehlt, das muss bezahlt werden. Da fühlen sich die meisten nicht reich, wie auch. Wie geht man aber jetzt richtig damit um? Annehmen, es geht ja nicht anders. Nutzt nichts, wenn man darüber jammert. So hat es meine liebe Oma immer gesagt und sie hatte recht. Also setzt man sich hin, überprüft die aktuelle finanzielle Lage und löst das Problem. Notfalls mit einem Ratenplan. Ach, wie nervig menschlich. Man möchte doch hören, dass das Geld vom Himmel fällt, dass es einfach da ist. Und tatsächlich. Dieser Geld kommt von allen Seiten, Zustand kommt auch, wenn man innerlich dazu bereit ist. Bei uns war es viele Jahre wirklich so, auch das habe ich im Buch erzählt, dass das Geld absolute Mangelware war. Wie gekommen, so zerronnen. Bis ich bemerkt habe, auch durch Dr. Joseph Murphy inspiriert, dass wir total darauf programmiert waren. Erst als wir die sogenannten Umbrella Affirmations entdeckten, also angewandt haben, ging es aufwärts. Das Geld kommt leicht und häufig. Alles regelt sich zu unseren Gunsten. Da kam endlich Schwung in die Bude. Wir bekamen die Kurve. Die Einnahmen stiegen, die Rechnungen konnten bezahlt werden und der böse Kreislauf war durchbrochen. Wie innen, so außen. Mann, wie oft man diesen Satz hört, auch in den Videos der lieben Mitbewerber hier bei YouTube. Und Leute, er ist so wahr. Er ist und bleibt einfach wahr. Das Gesetz der Anziehung sagt ja nichts anderes, als dass du das anziehst, was du bist. Das hat besonders Wayne Dyer so gut gesagt. Du wirst dich nicht in den Garten stellen und dir denken, wenn ich das nächste Mal hierher komme, dann freue ich mich an den Blumen. Nein. Du freust dich sofort daran. Also hoffentlich ist das so, denn wer sich am Kleinen erfreut, wird Großes ansehen. Wenn du die Freude bist, wird sie da sein. Wenn du innerlich reich bist, wirst du es sein. Wenn du innerlich liebst, wirst du geliebt sein. Du ziehst immer an, was du bist, tief im Inneren. Es führt kein Weg daran vorbei. Es nutzt also nichts, sich Dinge vorzustellen und dann kommen sie. Sind wir mal ehrlich, das wäre furchtbar. Wenn du Kinder haben solltest, denke mal darüber nach. Wie oft machst du dir Sorgen um sie? Zum Glück sind diese zum allergrößten Teil unbegründet. Es wäre also ganz schrecklich, wenn alles eintreffen würde, was wir uns vorstellen. Wir denken, da ist ein Schutzmechanismus am Werk und danken herzlich dafür. Es bedeutet aber auch, dass wir an unseren Gedanken, an unseren Vorstellungen arbeiten dürfen. Lass uns doch das vorstellen, was wir wirklich wollen oder besser noch, lass es uns sein, es fühlen. Lass uns friedlich sein, lass uns liebevoll sein, lass uns reich sein, lass uns wohlhabend sein. Und ganz klar fühlen, unsere Kinder sind immer beschützt, auch wir,
Die Menschen in unserem Universum sind gut. Hier passt auch immer wieder der Satz von Albert Einstein so gut. Unsere wichtigste Entscheidung ist, ob wir das Universum für einen freundlichen oder feindlichen Ort halten. Wir dürfen uns also jederzeit, genau jetzt, dafür entscheiden, dass es ein freundlicher Ort ist. Eine wichtige Sache noch, die uns aktuell stark auffällt. Es wird im Moment von vielen versucht, alles wissenschaftlich zu erklären. Leute, macht den Fehler nicht. Vieles ist und bleibt Glaubenssache und das ist gut so. Das meiste davon lässt sich leider mit ein bisschen Recherche als wissenschaftlich absolut unhaltbar zerlegen. Was aber wirklich stimmt, ist, dass wir Energie sind, dass wir eine energetische Ausstrahlung haben, dass wir und unsere Energie weit wirken. Das hat Dr. Joe Dispenza hervorragend erklärt und auch das HeartMath Institute. Wir senden wie Funkmasten an unsere Umwelt. Das ist absolut wahr. Wenn wir schlecht drauf sind, ziehen wir meist noch mehr Schlechtes an. Wenn wir gut drauf sind, ebenso. Daran darf man also arbeiten, dass man sich so oft es geht einfach gut fühlt. Hier übrigens die klare Empfehlung zu den Meditationen von Dr. Joe. Ihr findet einige sehr gute von ihm in der Videobeschreibung. Auch mein Buch habe ich dort verlinkt, falls du Lust hast auf ein Leben in wahrem und echtem Reichtum. Zurück zum Thema. An The Secret an sich ist nichts falsch, bis auf eine Sache. Zu Beginn wird erklärt, dass die da oben nicht wollen, dass wir wissen, wie mächtig wir sind. Sorry Leute, das ist totaler Quark. Wer genau hindert uns denn daran, vorwärts zu kommen? Allerhöchstens unser altes Denken und das kann man einfach umprogrammieren. Auch das habe ich im Buch ausführlich erklärt, wie das geht. Das Gesetz der Anziehung an sich, ja, das wirkt. Du ziehst an, was du bist. Also bestimme du, wie du bist, wer du bist. Bestimme du selbst, was du sein möchtest und wie du leben möchtest. Starte durch. Heute, jetzt, erfreue dich an deinem Sein und darauf baust du auf. Jeden Tag ein bisschen mehr und jeden Abend spätestens sei dankbar für alles Schöne, was bereits in deinem Leben ist. Ja, das war's für heute. Fragen, Anregungen wie immer gerne in die Kommentare. Über ein Like freuen wir uns auch, wenn dir das Video gefallen hat. Nun habe noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann du das Video siehst. Und wie immer freuen wir uns auf dich im nächsten Video.